Tina, was ist los? Du schiebst deine Hackbällchen hin und her. Isst du oder spielst du Billard? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt wegen dieser Sache, die jemand zu mir gesagt hat. Wieso? Welche Sache? Es ging um einen Fluch und mein Schicksal. Du weißt schon, diese Art Sache. Ah, Mobbing in der Schule ist heute so viel poetischer. Zu meiner Zeit wurde man einfach Hosenscheißer mit Kackfleck genannt oder sowas und das wurde ständig wiederholt. Ah, habt ihr das gesehen? Das Messer hat fast meinen Fuß erstochen. Du hättest einen Zeh verlieren können, vielleicht den kleinen Schiefen. Pech, er ist doch dran. Hey, Lynn, bringst du mir mal das Salz? Komm her und hol's dir selbst. Du weißt, dass ich meinen Posten nicht verlassen kann. Bob, Tina wurde heute verflucht. Oh, tut mir leid, Tina. Würde es helfen, wenn du mir das Salz bringst? Komm her und hol's dir, Bob. Fein. Schnell. Ich hab noch nie gesehen, dass Dad sich so schnell bewegt hat. Es sei denn, er muss aufs Klo. Ah, er ist weg. Was? Ehrlich? Du wolltest, dass ich das Salz hole! Augenblick mal. Pesto! Jimmy Pesto hat deinen Kürbis nicht geklaut, Bob. Er wischt seine Tische. Oh, er war es. Ich weiß nicht wie, aber er war es. Ich hab dich im Auge, Jimmy! Ich hab dich im Auge! Ach ja? Dann guck mal. Pff, Zoom! Ha! Nein, Jimmy, nein! Nicht Zoom! Ich werde... Nein, geh jetzt nicht rein! Ich kann mich nicht hören! Ha, ha, ha! Oh mein Gott! Wieso ist mein Fenster offen? Das war schräg. Denn das Mädchen, das Leute verwünscht, ist nun verflucht. Wisst ihr was? Ich gehe da hinten rüber. Weil die Frau, die dich verflucht hat, dich gerade über die Straße winkt? Ist das, weil du deine Schritte für heute noch nicht zusammen hast? Ja, wir treffen uns später, Leute. Alles wird gut. Alles wird gut. Radweg, Ma'am. Sorry, verflucht. Und ich bin erst 13, also nennen Sie mich nicht Ma'am. Mr. Ambrose? Ja, Goff Brooks. Ich glaube, ich wurde verflucht. Gern. Von Jackie, der Schülerlotsin. Sagtest du von Jackie, der Schülerlotsin? Ja. Oh, wenn das wahr ist, hast du ein Problem. Jackie ist eine Hexe, eine böse Hexe. Gott, wie viele Hexen gibt es an dieser Schule? Wie ich schon sagte, Hexen sind überall. Ich dachte, sie dramatisieren. Hab ich, aber es stimmt trotzdem. Dann ist es nicht dramatisiert. Es ist beides. Jackie und ich waren im gleichen Zirkel. Sie ist eine mächtige Hexe, aber sie war immer böse. Racheflüche hier, Feinde verfluchen da und sie hat sich nie an der Pizza beteiligt. Wow. Sag mir, was genau sie gesagt hat. Zuerst nahm sie meine Haarspange. Oh Gott. Was? Oh, vergiss es, erzähl weiter. Und dann sagte sie, in 24 Stunden das Schicksal dich heimsucht, denn das Mädchen, das Leute verwünscht, ist nun verflucht. Okay, ja, du bist verflucht. Oh nein! Ah! Hey, kriege ich dich irgendwie dazu, die Bibliothek zu verlassen? Was? Ich will bei keinem irren Unfall sterben, nur weil ich neben dir stehe. Also raus hier! Raus! Und viel Glück! Ich weiß, was du getan hast. Ach ja, und ich weiß, was du tust. Du verpestest meinen Bürgersteig. Haha, weil er stinkt. Ja, richtig, Trev. Nein, ich weiß von den Kürbissen, Jimmy. Du hast dich auf deinen samtenen Katzenpfötchen heimlich im Dunkeln zu mir rübergeschlichen. Okay, wow, endlich erwischt, ha? Bob, ist der Kürbiskopf gerade am Durchdrehen? Boah, Geisteskrankheiten sind nicht witzig. Nein, sag nicht geisteskrank. Komm schon, du ruinierst den Witz. Das ist nicht lustig. Hör zu, geh doch einfach rein, ja? Es ist eine Krankheit. Jetzt geh bitte rein. Ich rede mit Bob. Jimmy, wenn du ihn wieder klaust, rufe ich die Polizei. Und die werden kommen. Und zwar sofort, weil das ein ernstes Vergehen ist. Zoom! Hey, hey, sag nicht Zoom. Das ist mein Wort. Zoom, Jimmy. Zoom, Jimmy. Rad von rechts, Ma'am. Entschuldigung, ich bin keine Ma'am. Aber dich dran.